bei der Aufnahme von sakralen Bauwerken aus der abendländischen Kultur. Dom zu Limburg. History-Doku. Die Kathedralkirche des Bistums Limburg. Sie thront oberhalb der Altstadt von Limburg an der Lahn, unmittelbar neben dem Schloss Limburg. Der Dom ist auf einem Kalkfelsen an der Lahn weithin sichtbar. Der Bau gilt heute als eine der vollendetsten Schöpfungen spätromanischer Baukunst. Es zeigen sich jedoch bereits Elemente der Frühgotik. Der erste Kirchenbau stammt aus dem 9. Jahrhundert, aus der Karolingerzeit. Der Baubeginn auf dem Weg zum heutigen Bau wird um 1180 angesetzt. 1235 erfolgte die Einweihung durch den Trierer Erzbischof. Insgesamt werden 4 Bauphasen angenommen. Die dritte und vierte Bauphase lehnten sich an die Kathedrale von Reims an. Zur Architektur. Der Dom ist eine dreischiffige Basilika mit westlicher Vorhalle und halbrundem Chor mit Choreingang. Insgesamt hat er 7 Türme mit einer markanten Doppelturmfassade an der Westseite. Auffällig ist das Rosenfenster an der Westfassade, ein frühgotisches Kreismaßwerk. Das Hauptportal mit kleeblattförmiger Türöffnung. Das Portal an der Südseite. Im Innern, Blick vom Westeingang nach Osten. Ein schmales, hohes Mittelschiff. Viergeschossig gegliedert mit Arkaden, Emporen, Triforien und Obergaden. Ein spätromanischer Taufstein. Ein spätgotisches Wandgemälde des Christophoros. Gegenüber des Doms am Domberg die Diözesangebäude. Heute in edelrestaurierter Form. Diese Anlage mit prunkvoller Innenausstattung sorgte 2013/2014 für erhebliche Negativschlagzeilen in den Medien. Weitere Impressionen vom Lahntal, vom Domberg und Lahnufer am Fuße des Doms, das Limburger Schloss und der Dom im Bereich der Ostseite. Die Stadt Limburg liegt in der Nähe des Westerwaldes. Hier Impressionen vom idyllischen Freizeitcamp Seeweiher mit Strandbad bei Mengerskirchen, ca. 12 Kilometer von der Bischofsstadt entfernt.